Guten Abend. Es klingt irgendwie daneben angesichts der Not in Afrika, aber es ist so. Auch in Deutschland 2010 hungern Menschen. Nicht mehr nur Langzeitobdachlose durchsuchen die Papierkörbe und Mülleimer nach Essensresten, sondern auch ehemals normal situierte Mittelständler und Rentner, die unter dem sozialen Netz schon dicht den Abgrund sehen. Im großen Sparpaket, das die Bundesregierung geschnürt hat, ist vor allem der Sozialbereich von Kürzungen betroffen. Markus Frenzel war wochenlang auf den Straßen Berlins unterwegs. Solche Bananen würden die meisten nicht mal geschenkt nehmen. Aber wer Hunger hat, kann nicht wählerisch sein. Heidrun Dietz hat Hunger. Nur zu Mus verarbeitet kann sie die Früchte noch essen. Irgendwie erinnert sie das alles an ihre harte Kindheit. Ich bin ja eigentlich so groß geworden mit wenig Essen. Früher sind wir dann noch in den Wald gegangen, haben Pilze und Beeren gesucht, Eicheln für Kaffee und so weiter. Komme ich wieder hin zurück. Im Kühlschrank stehen eigentlich nur Almosen. Eingemachtes aus geschenktem Gemüse. Auch das alte Brot vom Bäcker wird gekühlt, weil es so fast eine Woche hält. Heidrun Dietz hat Verkäuferin gelernt. Zuletzt war sie in einer Krankenhausküche. Obwohl sie 45 Jahre durchgearbeitet hat, ist ihre Rente viel zu klein. 3 Euro hat sie täglich für Essen. In Deutschland gibt es wieder Hunger. Noch ist davon eine Minderheit betroffen. Manche Alleinstehende, manche Alleinerziehende, manche Alte. Aber der Hunger wird immer sichtbarer. Berlin-Alexanderplatz. An den Bratwurstbuden machen die Besitzer seit gut einem Jahr eine erschreckende Beobachtung. Täglich kommen Menschen an die Mülleimer und suchen darin nach Essbarem. Entweder sind es Pommesreste, eine angegessene Wurst oder ein angegessenes Brötchen. Je nachdem, die greifen mit der Hand rein und versuchen, sich da was rauszuholen. Und wenn sie was gefunden haben, ja, dann essen sie das auf. Also für uns selber, sagen wir mal, die das noch gar nicht nötig haben, ist das schlimm eigentlich zu sehen. Heimliche Aufnahmen an der Mülltonne der Imbissbude. Nur 2 Stunden im Zeitraffer. Früher haben wir da auch sowas gar nicht gehabt. Also, dass Leute, die vernünftig und ordentlich gekleidet sind, in die Mülleimer reingreifen, nach Essbarem suchen. Und wenn sie was gefunden haben, ja, dann essen sie das auf oder sie nehmen das mit. Ja, es ist traurig. 11 Millionen Deutsche haben heute ein Armutsrisiko. Tausende sind bereits abgestürzt. Nach ganz unten. Und es kann ganz schnell gehen. Auch Heidrun Dietz führte mal ein anderes Leben. Aber mit 650 Euro Rente plus 70 Euro Grundsicherung hat sich vieles verändert. Sie zeigt uns ihre alte Wohngegend. Obwohl das hier alles noch relativ normal ist, ist das zu viel Miete hier. Ich bin deswegen umgezogen. 10.000 Euro hatte die Rentnerin angespart. Doch als sie ihr gewohntes Leben anfangs weiterlebte, war das Konto bald leer. Oh, das ging ratzfatz. Das warten wir mal 2000, ja, das 2005, dann brauchte ich für den Umzug noch das letzte. 2005, 2006 war ich quasi blank. Morgens um 17:30 am Bahnhof Zoo in Berlin. Hierher kommt niemand freiwillig. Wer was zu essen haben will, muss sich hier einreihen. Es stinkt, es gibt Gewalt, im Klo setzen sich Junkies ihren Schuss. Wer das auf sich nimmt, hat die Aussicht auf ein Butterbrot. Es kommen Menschen aus Köpenick, es kommen Menschen aus Zehlendorf, aus Spandau, nehmen sehr lange Anfahrtswege auf sich. Also wenn ich hier um 6 Uhr sein muss, dann muss ich um 5 Uhr irgendwo in die S-Bahn steigen. Das heißt, ich stehe um 4 Uhr morgens auf, um 6 Uhr in der Bahnhofsmission ein paar Stullen zu bekommen. Und es kommen immer mehr. Menschen, von denen man es nicht erwarten würde. Im Juni haben sie in der Bahnhofsmission 1.000 Hungrige mehr gezählt als noch vor einem Jahr. Ein Anstieg um 28%. Immer mehr bürgerliche Menschen suchen uns auf. Immer mehr Witwen, Rentner, die vorher bürgerlich klarkamen, schmieren in ihrer bürgerlichen Wirklichkeit ab, wissen nicht mehr, wo
wie sie ihre Miete bezahlen sollen, wissen auch nicht mehr, was sie ab 15. oder 20. des Monats essen sollen. Regelmäßig zum Mitte des Monats wird die Schlange bei uns länger. Es sind zumeist Menschen, die von Stütze leben. Mit den Regelsätzen auskommen, das geht sicher ein Jahr. Doch viel länger sollte es nicht dauern. Und genau da liegt das Problem, sagt Rudolf Martens, Wissenschaftler beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Unsere Gesellschaft in Deutschland bewegt sich sicherlich in Teilen zu amerikanischen Verhältnissen hin. Nicht nur die reinen Armutszahlen sind hochgegangen, sondern auch die Qualität der Armut hat sich verändert. Anfang der 90er Jahre konnten wir in unserem zweiten Armutsbericht noch hineinschreiben, Armut ist eher kurzfristiger Natur. Heute haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Heute ist Armut eher langfristiger Natur. Heidrun Dietz macht sich auf den Weg, um bei der Kirche ihre Essensration für die Woche zu holen. Ohne die Almosen könnte sie nicht überleben. Mütze auf. Jetzt scheint die Sonne. Die Rentnerin kommt 2 Stunden vor Öffnung, zur Sicherheit, falls es nicht genug für alle gibt. Die Menschen wachen nicht auf und haben auf einmal Hunger. Es ist ein schleichender Prozess. Erst eine Scheidung, Schulden, ein Unfall. Schon eine kaputte Waschmaschine kann den schmalen Finanzrahmen sprengen. Bis sich die Menschen ihren Hunger eingestehen, dauert es oft lange. Wir haben also oft neue Kunden, denen man ansieht, wenn sie kommen. Sie sind wirklich am Ende. Sie hungern. Sie sind schmal, blass, haben auch keine Lebensenergie irgendwo. Und sie kommen dann zu uns und sagen, ich habe nichts mehr, ich bin am Ende, ich muss kommen. Die Idee der karitativen Einrichtung war es eigentlich, den Menschen mit geschenktem Essen finanzielle Spielräume zu schaffen. Mal ein Kinobesuch, mal ein neues Hemd. Im Kino war Heidrun Dietz das letzte Mal, vor 4 Jahren. Allein in der Mission am Bahnhof Zoo, wie gesagt, keine besonders angenehme Umgebung, wurden im vergangenen Monat fast 15.000 Essensrationen ausgegeben. Zusätzliche Informationen.